Wer stört? Silvia Saftschubse, Ihre Assistentin. Frau Saftschubse, Sie sind. Schön, Sie zu hören. Herr Ösi, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich weiß, Sie sind im Kloster auf Klausur, haben viel um die Ohren und wollen nicht gestört werden. Es wird behauptet, unsere Mäuse hätten eine Katze entführt und sie nur gegen Verabreichung einer gehörigen Portion Schmelzkäse wieder freigelassen. Die Medien sprechen bereits von einem Ösi-Mäuse-Geht, das im Begriffe sei, alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Könnten Sie eventuell Ihre Motorsäge ausschalten? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mittlerweile wirkt sich diese Lösekäse-Affäre negativ auf unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit aus. Unsere Mäuse? Das gibt's doch nicht. Sie wissen, dass ich ins Kloster gegangen bin, um mich endlich in aller Ruhe den großen Werken der Weltliteratur zu widmen. Kommen Sie bitte rasch zurück, um einen möglichen Schaden abzuwenden. Tja, bis dann. Katzen! Video. Katzen? Video. Wir drehen schon wieder ein Katzenvideo. Kein Katzenvideo. Aber was machen wir dann, wenn wir kein Katzenvideo drehen? Wir warten auf den Herrn Kutu. Nein. Auf die 2 Uhr. Katze! Ja! Aber... Beim Gongschlag ist es 3:30. Ich bin schon 3:30. Wir warten. Trotzdem. Und dann geben wir sie in die Katzen-Videoschachtel hinein. Nein, dann geben wir sie in den Hut hinein. Du wirst die 2 Uhr Katze im Hut fangen. Ich hab Angst. Nein, du hast keine Angst. Wir machen es so, wie mit dieser Almkatze. Die Almkatze hat in den Hut hineingemusst. Und dann verlangen wir Lösekäse. Aber das dürfen wir nicht. Diesmal bei der berühmten 2 Uhr Katze werden wir nicht nur einen Lösekäse verlangen, da verlangen wir eine ganze Lösekäserei. Ich hab Angst. Du hast keine Angst. Das Startort-Team aus Münster ist uns schon auf den Fersen. Was? Dieser lächerliche
Professor Birne, dass ich nicht lache.